So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen auf dem Balkon. Ihr seht schon, ein Getränk, ein Glas, das sagt alles. Und das ist nicht nur irgendein Getränk, sondern der Chill-Out-Drink, nix mit Energy, Chill-Out-Brudi, von wem kommt der beste Tee? Haft, der Baba-Tee, Peach OG Kash-Tee. 100% stabiler Stoff. Can-Drinks.com. Das steht alles hier drauf. Hier seht ihr auch ein Bild von Haftbefehl. Ja, der macht nämlich nicht auf Pizza, der macht hier einen auf irgendwie Hanftee. Haftee, Can-Life, Baba, Peach OG mit Kush. Terpenen. Ich habe keine Ahnung, was Kush ist. Ich werde den jetzt einfach mal aufmachen und werde es jetzt einfach mal probieren und testen, wie das sein soll. Hat auf jeden Fall hier einen schwarzen Deckel. Hat ein, weiß nicht mal, was das für eine Farbe ist, eine Farbe am Nippus. Can Life Baba Hafti. Für Thumbnail müsstest du den eigentlich so mal reinhalten. Oder mit dem Typ drauf. Oder dann eben eingeschenkt. Wir probieren jetzt mal einen kleinen Schluck aus der Dose. Schmeckt ein bisschen wie Mate-Tee mit Mate-Extrakt. Beziehungsweise diese Dose, die ist ja sowieso, ist ja keine Flasche. Wir können also den ganzen Tee einschenken. Und wenn der eingeschenkt ist, kann man ja das volle Glas mit der Dose immer noch in die Kamera halten und dann sieht das vielleicht immer noch nach was aus. Am besten wieder so, dass man eine Visage sieht plus das Glas. Und das muss jetzt reichen. So. Es hat auf jeden Fall eine starke Note, die sich irgendwie auf der Zunge absetzt. Das ist nicht süß, das ist ein bisschen herb. Das ist wie, weiß ich nicht, das ist mit Kush. Mit Kush, Terpenen. Gibt es irgendwie eine Inhaltsangabe? Erfrischungsgetränk mit Schwarztee, Pfirsich, Pfeffer, Minz und Hanfgeschmack. Das wird ein bisschen der Hanfgeschmack sein. Pfeffer, Minz, ja, trägt auch was dazu bei. Pfirsich-Schwarztee-Kombination, also es schmeckt auf jeden Fall interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet, das meiste Zeug ist nämlich immer nur Schrott. Den finde ich sogar irgendwie ganz cool. Würde ich mir sogar nochmal kaufen. Ich bin kein Haftbefehl-Fan. Ich gucke die Musik mir nicht an. Ich ziehe mir da nichts rein, sonst was. Aber ja, Hafti, ganz interessant. Pfirsich, Schwarztee, Pfefferminz, Hanf. Ne? Der große Hanftrend ist da. Jeder muss was mit Hanf machen. Enthält Terpene, die in der Hanfpflanzenart OG Kash vorkommen. Ist auch alles aufgelistet. Ich denke trotzdem nicht, dass da irgendwas passiert, deswegen ziehen wir uns den Rest jetzt auch noch rein. Kennt ihr den? Habt ihr den schon mal gesehen? Can Life Baba Hafti Peach OG. Für mich eine kleine Empfehlung, ist mal was anderes zwischen den ganzen Teesorten, die es sonst so gibt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.